als Teil der Modeindustrie sehen wir uns in der Verantwortung, unseren ökologischen Fußabdruck so gut es geht zu minimieren und einen positiven Impact zu hinterlassen. Und die Modeindustrie gilt als zweitgrößter Wasserverschmutzer und Verbraucher global. Und genau, da tragen wir natürlich zu bei und das würden wir gerne kompensieren. Wir pflanzen seit 2 Jahren oder lassen seit 2 Jahren durch die Klimapatenschaft und das Forstamt hier im Klüvensch den Bäume pflanzen. Und mittlerweile haben wir 12.165 Bäume gepflanzt. Und bis 2023 wollen wir die Zahl auf 30.000 Bäume erhöhen. Das ist auch nicht gang und gäbe, dass jetzt ein Unternehmen so viele Bäume planmäßig pflanzt. Das war schon wirklich eine tolle Nachricht. Da haben sich alle sehr gefreut, vor allem weil eben dieses schöne Projekt vorangebracht wird. Ziel dieser Maßnahme ist es eben, diesen gesamten Wald, der im Kern ein Nadelmonokulturwald ist, also primär eben aus Nadelbäumen besteht, umzustrukturieren hin zu einem Laubmischwald. Das heißt, dass wir verschiedenste Laubbaumarten hier in diesen Wald bringen, um eine erhöhte Biodiversität zu schaffen, einen ausdifferenzierteren Lebensraum zu schaffen und in letzter Instanz dann natürlich auch dafür zu sorgen, dass wir einen höheren Eintrag an Regenwasser in das Grundwasser haben. Grundwasserneutralität ist in dem Sinne so zu verstehen, dass an der einen Stelle Wasser verbraucht wird, an anderer Stelle aber dafür gesorgt wird, dass dieser Wasserverbrauch ausgeglichen wird, also Wasser sozusagen ja, hinzukommt, um dann eine Art Gleichgewicht wiederherzustellen. Dass Laubbäume im Herbst ihr Laub abwerfen, verdunsten sie kein Wasser im Winter. Das heißt, es bleibt mehr Wasser quasi im Boden. Laubbäume durchwurzeln den Boden auch tiefer meist als Nadelbäume. Und durch dieses tiefe Durchwurzeln schaffen sie auch Hohlräume, wo dann wiederum Wasser in den Boden eindringen kann. Wir betrachten im Prinzip jede Wertschöpfungsstufe, das heißt, angefangen beim Rohstoffabbau beispielsweise bis hin zur Weiterverarbeitung des Produktes, bis hin zu der Stelle, wo das Produkt dann eingelagert und verkauft wird. Also wird an jeder Stelle der Wasserverbrauch gemessen. Das heißt, entweder haben die Betriebe gewisse Verbrauchskennzahlen pro Produkteinheit schon vorliegen, oder aber wir versuchen mit den Betrieben zusammen und dem Kunden zusammen dann genau diese Kennzahl bestmöglich zu ermitteln. Anhand unserer Ökobilanzen der Hersteller von unseren Garnen und Stoffen konnten wir berechnen, dass ein klassischer Mimarini, das wäre so ein Seabody-Badeanzug, ungefähr 26 Liter in der Produktion verbraucht. Wir haben für 90% unserer Kollektion in 2021 Econyl-Garnstoffe verwendet und diese haben in der Produktion rund 1.025.000 Liter Wasser verbraucht. Durch das Trinkwasserpflanzen mit der Klimapatenschaft konnten wir im Jahr 2021 bereits rund 2 Millionen Liter Wasser kompensieren. Bislang sind nicht alle Mimarini-Kollektionen grundwasserneutral. Also wir haben ja neben der Bademode auch noch Retreatwear aus Baumwolle und zum Beispiel die Loungewear aus Tencel und einige andere kleine Kollektionen. Aber wir haben es geschafft, alle Kollektionen aus den Stoffen, die mit Econyl-Garn gefertigt sind, im Jahr 2021 grundwasserneutral zu stellen. Das langfristige Ziel wäre 100% aller Kollektionen und natürlich auch unsere Unternehmensstätten grundwasserneutral zu stellen und alles auszugleichen, was an Wasser eben entlang der Lieferkette verbraucht oder verschmutzt wird.